Warum ich keine Grundrente bekomme, obwohl ich die 35 Jahre Wartezeit für eine Altersrente erreicht habe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Grundrente kommt zum 01.01.2021. Ca. 1,3 bis 1,5 Millionen Rentenversicherte sollen Anspruch auf die Grundrente haben. Und hinter der Grundrente verbirgt sich nichts anderes als ein Zuschlag an weiteren Entgeltpunkten wegen langjähriger Versicherung. Und viele Versicherte oder Rentner, die jetzt schon eine Rente bekommen, denken, dass sie, wenn sie mit ihrer eigenen Altersrente oder mit den zukünftigen Rentenansprüchen ihre Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben, dann auch Anspruch auf die Grundrente haben können. Das stimmt so nicht. Denn die Wartezeit 35 Jahre für die Altersrente für langjährig Versicherte oder für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist nicht gleichzusetzen mit der Mindestwartezeit von 33 Jahren bis 35 Jahren für die Grundrente. Denn viele Rentenzeiten, die in der Altersrente für langjährig Versicherte anerkannt werden, werden grundsätzlich in der Grundrentenzeit nicht anerkannt. Und das sind zum Beispiel Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1, Anrechnungszeiten wie Schulausbildung, Hochschule- oder Fachschulzeiten, Arbeitslosengeld 2 Zeiten, auch wenn sie rentenversicherungspflichtig mal waren, Arbeitslosenhilfezeiten, die Zurechnungszeit für eine Erwerbsminderungsrente, ganz brisantes Thema, oder die Zeiten der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rente. Und ich berate seit 2019 zum Thema Grundrente. Und in den meisten von uns oder von mir geprüften Versicherungsverläufen zu den bestehenden oder zukünftigen Rentenansprüchen habe ich einfach herausgefunden, dass die meisten Leute die 35 Jahre Wartezeit oder die Mindestversicherungszeit für die Grundrente einfach nicht erfüllen. Wir müssen aus diesen 35 Jahren, die in dem Versicherungsverlauf drin sind, wirklich alle nicht anzuerkennenden Zeiten rausrechnen. Und dann bleibt da oftmals nicht mehr viel übrig. 20 Jahre, 18 Jahre, 25 Jahre. Und wir brauchen ja mindestens 33 Jahre, also 396 Kalendermonate. Und deshalb werden viele Versicherte, die jetzt schon die 35 Jahre für die Altersrente erreicht haben, keinen Anspruch auf die Grundrente haben. Also bitte hier nicht verwechseln 35 Jahre Wartezeit Altersrente mit 35 Jahren Grundrentenzeiten. Das ist sozusagen der Kernfehler. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.